Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy? Nein, es ist irgendwo ein Final Fantasy. Mystic Quest Legend mit mir, DF. Es heißt ja in Amerika Final Fantasy Mystic Quest und es heißt in Japan Final Fantasy USA. Es ist eigentlich als Final Fantasy irgendwie so als Final Fantasy Light, sage ich mal, so geplant gewesen. Das habe ich aber auch, glaube ich, alles schon mal erzählt. Und dann haben die deutsche Übersetzung so ein bisschen verkackt. Und alles, was Final Fantasy mäßig ist, alles rausgenommen und mit schlechten Witzen ersetzt. Ich meine, das, was ich ja bei Secret of Mana ja sympathisch finde und irgendwie auch witzig, nämlich die ganzen, die Übersetzung das ganze Spiel nicht so ernst nimmt. Und ich meine, das Spiel nimmt sich selbst nicht ernst. Ich meine, ein Teil des Spiels handelt vom Weihnachtsmann. Ich meine, what the fuck. Und das hat nichts mit der Übersetzung zu tun. Aber ganz ehrlich, die fand ich, vielleicht bin ich die, weil ich die von Kindheitstagen gewöhnt bin. Ich glaube, wenn ich die nochmal so spielen würde, die Übersetzung von Secret of Mana, da würde ich, das würde ich auch, glaube ich, nicht so gut finden. Heutzutage. Weil die, es ist nicht das ernsthafteste Spiel, muss man ehrlich mal sagen. Es ist aber auch nicht so ein Blödelfahr, so ein Kasperle-Theater, wie es dann in der deutschen Version dann ist. In der Original-SNES-Version. Es gab ja später eine neue Übersetzung und die war dann ein Ticken näher am japanischen Original. Was heißt ein Ticken? Die war halt das japanische Original. Halt in Deutsch, mehr oder weniger. Ich kann, weil ich nicht die japanische Version gespielt habe und auch kein Japanisch kann, kann ich erst nicht bestätigen, ob die deutsche Version so sehr nah an der japanischen ist. Aber ich gehe davon mal aus, dass das so sein wird. Weil das war die Original-SNES-Variante auf jeden Fall nicht. Irgendwas von der Lindenstraße und so. Ich meine, hier finde ich das, also ich kann mich daran nicht erinnern als Kind, als ich das hier als Kind gespielt habe, dass da so viele Witze waren. So ganz lustige. Nur Umtausch gegen Kassenbon. Also ganz ehrlich. Zum Beispiel, das ist hier ein Witz aus dem Spiel. Wenn man Sachen kauft, dann heißt das nur Umtausch gegen Kassenbon. Also wenn man so eben einmalige Sachen kauft, wie eine Axt, die ich gerade trage, die ich zum Beispiel. Und da waren dann noch andere Sachen, die habe ich aber komplett vergessen. Auf jeden Fall, das Spiel ist halt, ein bisschen versaut worden deswegen. Und Secret of Mana habe ich das, wie gesagt, ein bisschen geliebt. Aber nur auch, weil ich das als Kind so kannte. Und Secret of Mana habe ich viel später gespielt und auch viel später. Also später noch öfter mal als hier Mystic Quest. Mystic Quest ist auf mysteriöse Art und Weise und nicht geklaut von meinem Bruder oder so verschwunden. Und ich heile mal die Erblindung. Wir haben ja genug Heilzauber, Heiltränke meine ich, und einmal ein Kraftzauber auf Rubens. Also, Mystic Quest ist halt irgendwie verschwunden aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht genau. Secret of Mana nicht. Deswegen habe ich Mystic Quest halt nie als Kind, also als älteres Kind, das auch besser lesen konnte, nie gespielt. Aber Secret of Mana dafür. Deswegen konnte ich auch die ganzen Witze verstehen und so in Secret of Mana. Und hier in Mystic Quest Legend eher weniger, weil ich ja so nicht wirklich, also ich konnte irgendwo lesen, aber das war auch sehr rudimentär, sagen wir es mal so. Da war ich erste Klasse,
Ich lüge gerade, weil ich auf einer, wie sie mittlerweile heißt, eine Sprachförderschule. So hieß sie früher nicht. ich war auf einer Sprachförderschule, sagen wir mal nett gesagt. Ich will nicht so viel Plattdeutsch reden, da komme ich auch gleich nochmal zum Thema. Shit. Egal, ich habe was vergessen, aber das ist ja momentan auch nicht so wichtig. Wo war ich stehen geblieben? Ich war auf einer Sprachförderschule. Da war ich stehen geblieben. Was genau wollte ich sagen? Und wenn du... komm hier, benutze einen Zauber. Und bei der war das früher so, das ist mittlerweile nicht mehr so, weil mein Neffe auch auf dieser Schule ist und der kam direkt in die erste Klasse. Aber bei mir war es so, dass wir früher, wenn du da eingeschult worden bist, warst du nicht direkt in der ersten Klasse, sondern in der sogenannten E-Klasse. Frag mich nicht, wofür das E steht. So, vielleicht Einführungsklasse oder sowas. Also das ist die Klasse unter der Klasse, das ist so, also eine Klasse unter der ersten Klasse und das ist dann eine Klasse, die den Übergang von Kindergarten auf Schule sehr so überbrücken soll, so ein bisschen. Weil, damit du dann, wenn du in der ersten Klasse bist, dich vollkommen und ganz auf Dinge konzentrieren kannst. Auf, auf Schule und so. Direkt, dass du direkt in den Unterricht, also in den, also dass direkt Unterricht anfängt und du direkt in den Stoff kommst und einfach, damit das schneller geht. Weil die erste, also die E-Klasse ist so, am Anfang ist noch viel so viel Spaß und dann so schrittchenweise wird dir dann Zeug beigebracht. Also wird der Unterricht, also wird das vom so von freier Stunde, sag ich mal, so immer mehr so ein bisschen Richtung Unterricht getrieben, so übers Jahr. Und dann, wenn du dann in der ersten Klasse bist, dann kannst du dich direkt auf den Unterricht konzentrieren, weil du bist ja da dran gewöhnt. Ich weiß nicht, wie das bei einer normalen ersten Klasse ist. Das, ich kann mir gut vorstellen, dass Direktunterricht dann so, dass das hart, halt hart abschreckend ist für Kinder, dass du dann vom Kindergarten in die Schule kommst und direkt Unterricht und du verstehst die Welt nicht mehr. Vorher war Spiel Spaß und jetzt plötzlich Unterricht. Was ist da los? Das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß halt echt nicht, wie das bei... Ich kenne das halt nicht. Ich weiß das halt nicht, wie das bei normalen, in Anführungsstrichen, Schulen ist. Nur von meiner Schule, Grundschule. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch so ein bisschen langsam anfängt und dann in richtigen Unterricht dann über ein paar Wochen so übergeht. Aber ich finde es halt echt besser, wenn das, wenn du das erste Jahr so ein bisschen so fließenden Übergang hast von so quasi Kindergartenverhalten zu normalen Unterricht. Ist ja nicht so, als hätten wir nur rumgeblödelt da dieses eine Jahr. Wir haben, wie gesagt, auch gelernt und so. Warte mal, Rucksack. Warte, ich kann noch ein paar Krafttränke verteilen. Wir haben halt auch ein bisschen gelernt. Also was heißt ein bisschen? In der E-Klasse habe ich auch dann Schreiben gelernt, Lesen und Schreiben, also Lesen. Es ist komisch, man lernt erst Schreiben und dann Lesen. Also so war das bei mir auf jeden Fall. Ich habe erst die Buchstaben gelernt, die zu schreiben. Ich konnte sie schreiben, aber ich konnte, ich
wusste auch, was das ist, aber also, ist das normal so? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich ganz oft die Buchstaben geschrieben habe und meine Güte, war also ich war ein komisches Kind. Also ich fast eine Zwangsstörung gehabt, weil davon erzählt meine Mutter immer noch und ich kann mich auch daran erinnern, dass es so ist, so war, dass ich als Kind, wenn vielleicht kennt man das noch, oder von den, wenn man selber Kinder hat und denen bei den Hausaufgaben hilft, er so in der Grundschule am Anfang in der ersten Klasse oder so, dass da ein Buchstabe steht und die sollst du ganz oft dann da hinschreiben. Ganz oft wiederholen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe die ganzen Buchstaben hingeschrieben, habe alles wegradiert und habe die Buchstaben nochmal neu hingeschrieben und dann habe ich nochmal alles wegradiert und so weiter und so fort. Meine Mutter fragte mich dann, was soll der Quatsch, warum ich das immer so oft mache. Dann sage ich, es muss ja so aussehen wie der gedruckte Buchstabe. Also ist, wie gesagt, das ist fast eine Zwangsstörung. Es muss perfekt aussehen. Es muss wie der Buchstabe, der gedruckt dasteht, muss das aussehen. Und nicht wie Hans Wurst. Ich wurde auch sehr gelobt von meinen Lehrern dafür, von meiner Lehrerin, dass das so perfekt aussah. Aber sie hat sich auch gewundert, warum da 1000 Radierspuren waren. Und ja, so perfektionistisch bin ich jetzt, also kommt drauf an, was bei was. So ganz krass bin ich auch nicht mehr drauf, dass sie das alles perfekt aussehen muss. Zum Beispiel was Ordentlichkeit angeht, so im Leben. Da bin ich nicht so mit dabei, dass alles ordentlich aussehen muss, dass alles aufgeräumt ist. Da bin ich eher so der Typ. Ein paar Pizzakartons in der Wohnung passen schon. Also da bin ich irgendwie ein bisschen verranzt. Aber das war beim Zeichnen zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob ich das heute immer noch machen würde. Das mache ich glaube ich immer noch. So krass nicht mehr. Aber ich habe halt, also ich ziehe eine Linie und dann sage ich, nee, die ist nicht so wie ich will. Steuerung, was ist das? Z? Steuerung Z, weg mit der Linie. Neue Linie, die gefällt mir nicht so. Steuerung Z. Nochmal. Die Linie gefällt mir nicht. Steuerung Z und so weiter. So krass ist das nicht mehr. Ich mache das immer noch so, wenn die Linie wirklich voll daneben ist. Also nicht wie so. Also vorher wollte ich das, also früher, wollte ich das immer, dass die Linie so aussieht wie auf der Skizze. Mehr oder weniger. Und mittlerweile ist das nicht mehr so krass so bei mir. Wenn die Linie halt wirklich komplett kacke aussieht, dann mache ich das immer noch. Aber irgendwann, also mittlerweile bin ich ja so ein bisschen so, muss ja nicht perfekt aussehen. Also das kann auch ein bisschen anders aussehen. Aber mittlerweile bin ich auch ein bisschen geübter darin wieder, einfach Linien zu ziehen und Lines zu ziehen. Ne? Da bin ich einfach im Guten drin. Auf jeden Fall, ich bin ein bisschen geübter wieder. Ich habe ja eine lange Zeit nicht mehr so wirklich gezeichnet. Wieso ist Ben auf einmal schneller als Rubens? Was ist denn da passiert? Auf jeden Fall brauche ich nicht mehr so viele Anläufe, so auch von selber aus, weil ich halt so ein bisschen wieder im Zeichnen drinne bin. Ich sag das und ich habe jetzt, also regelmäßig zeichne ich momentan auch nicht. Ich habe letztes Mal, vor ein paar Wochen,
aber mal so, ein Bild gemalt, weil ich dachte, ich habe lange nicht mehr gezeichnet, ich muss mal kurz zeichnen und habe einfach mal gemacht. Das war auch jetzt nicht das tollste, beste und so und auch kein also nichts Großartiges, um ehrlich zu sein. Aber ich habe es einfach gemacht, weil ich dachte, ich habe schon lange nicht mehr und ich muss einfach mal zeichnen. Damit ich da auch nicht aus der Übung komme und so, aber so regelmäßig, ich mache by the way hier alle Gegner weg, damit ich auch ein bisschen Erfahrungspunkte bekomme. Ich wollte halt einfach wieder ein bisschen zeichnen. Aber davor, das letzte Mal, dass ich wirklich gezeichnet habe, ist als ich... Ich weiß nicht mehr, wann ich das gemacht habe, um ehrlich zu sein. Aber als ich hier mit dem Kanal neues... Also ich hatte wirklich nur so ein D als Avatar, als Kanal-Avatar. Und ich wollte halt, das war halt auch nur provisorisch und so. Und ich wollte erstmal gucken, welche Richtung der Kanal geht. Dann wollte ich halt den Banner und das, den Avatar und so ändern und ein paar Assets machen und so. Und das habe ich dann, Level 22, supi. Das habe ich dann gemacht und das war auch das letzte Mal, dass ich so wirklich gezeichnet habe. Das war dann den Avatar, den ich immer noch habe, mein Gesicht in den Amano-Style von, also der Zeichner, der die Final Fantasy Artworks macht. Ich mach mal beides auf den Flaschengeist. Und ja. Sieht jetzt nicht so megamäßig wie Amano aus. Ich glaube, der gute Mann heißt so. Ich kann auch Scheiße erzählen gerade. Vor allem der tut auch kräftig gebautere, also halt dickere oder auch muskulöse Menschen, zeichnet er komplett anders als so ein Normalos. Die sind sehr schlank, die Normalos sehr schlank, sehr blass, sehr weiße Haare oder sehr helle Haare auf jeden Fall. Deswegen hatte mein Avatar am Anfang auch sehr helle Haare. Dann habe ich aber gedacht, ja, so sehe ich einfach nicht aus. Und ich habe sehr dunkles Haar. Sehr dunkles, braunes Haar. Und ich dachte mir, ja, das sieht doch einfach... Das, also... Vor allem jetzt, wo ich hier mit der Facecam und so hantiere. Ich dachte mir einfach, wenn ich mal irgendwann eine Facecam habe oder sonst wie irgendwie Face Reveal mache oder so ein Quatsch. Hier, wir hauen mal gemeinsam auf ihn da drauf. Da dachte ich mir, das ist doch komisch, wenn alle denken, ich hätte so wirklich sehr helles Haar und dann, dass ich braunes Haar, dunkelbraunes Haar. Und ja, deswegen habe ich das bisschen dunkler gemacht, aber ist immer noch heller als mein eigentliches Haar, als meine eigentliche Haarfarbe. Ja, mal das erklärt. Ich habe dann sogar mal das. Ich hatte halt Final Fantasy Remake schon durchgehabt und auch komplett fertig hochgeladen und alles. Da habe ich aber mal so rumprobiert und Logo und Avatar, also hier Banner in dem Stile gemacht, heißt so chromatisch und halt so metallendes aussehend, also die Schrift und auch mein Logo kann ich gar nicht sagen, sondern mein Avatar, also mein Gesicht habe ich so gemacht und ich halte den mal, den guten Rubens. Dann machen wir mal kurz mit Magie hier so ein bisschen. Haben wir den Rubens. Und ja, habe ich das so ein bisschen aussehen lassen. Das sah auch mega gut aus. Das einzige Problem, das dabei entstanden ist, ich hatte halt Final Fantasy Remake schon aus, halt fertig.
Und wenn ich jetzt irgendwie ein Banner und ein Avatar in dem Stile machen würde, das wäre ja irgendwie totaler Quatsch, weil das ist ja schon auf dem Kanal komplett und irgendwie habe ich ganz andere Let's Plays. Und ich dachte mir einfach, ja, ich lasse das bei dem Avatar, den ich habe, weil ich habe ja sowieso hier mit Final Fantasy zu tun. Ja, was ist denn das hier für ein Quatschraum? Was ist das für ein Quatschraum? Ja, nee. Das ist wirklich nur zum Verkaspern. Wie gesagt, weil ich sehr viel Final Fantasy auf den Kanal hier bringe, dachte ich, ich lasse den Avatar im Final Fantasy Stile. Und Stile. Ja, doch, das macht sogar grammatisch sogar Sinn, glaube ich. Dachte ich lasse das einfach. Und ja. Ich habe dann aber das Banner 10 Trillionen Mal geändert. Habe ich mit Ben nicht getroffen oder war er zu schwach? Bist du zu schwach, sind sie zu stark? Oder andersrum? Nee, so geht das, glaube ich, ne? Auf jeden Fall habe ich mal mit dem Banner sehr viel rum experimentiert. Habe mich dann auf so was sehr... Also ich habe dann irgendwann mal... mein Logo dann gestaltet, meinen Schriftzug da. Ne, komm, machen wir mit Magie. Und hab dann den Banner einfach weißen Hintergrund, so weißen texturierten Hintergrund. Ich weiß nicht, also wo ich gerade lang muss. Ich gehe mal hier lang. Weißen texturierten Hintergrund mit meinem Schriftzug und dann dem. Da hatte ich nur ein Asset rumfliegen. Asset, nicht Asset. Ich habe kein Asset. Assets habe ich, aber kein Asset. Bin so dumm. Also Asset wie in Säure oder die Droge. Also Säure auf Englisch. Aber Asset wie. Assets meine ich. Was ist das solche Wort für Asset? Ja, auf jeden Fall hatte ich da noch sowas rumfliegen und habe das dann da auch mit irgendwie eingebaut und dann habe ich drunter geschrieben, weil ich dachte, da muss ja was stehen, damit die Leute wissen, was hier Sache ist. Habe ich einfach geschrieben, der RPG-Let's Play-Kanal oder sowas in der Richtung. Und ich dachte mir, das ist ein bisschen hochgegriffen, der RPG-Let's Play-Kanal. Also nach dem Motto, ich bin der Einzige, der das macht. Aber ich wollte dann auch nicht schreiben, der RPG-Let's Play-Kanal von vielen. Das wollte ich dann auch nicht. Und ja, dann ist das so dabei geblieben, damit halt die Leute wissen direkt, was Sache ist. Ich bin auch am Überlegen, ob ich JRPG-Kanal hinschreiben soll. Hey, größtenteils spiele ich ja JRPGs. Ich habe ja hier Mass Effect, das läuft ja immer noch, glaube ich. Das habe ich halt gespielt, da war kein JRPG, ich habe da was komplett anderes gedrückt, als das Spiel meinte. Aber egal, wird trotzdem so ausgeführt. Ich habe halt Mass Effect gespielt, was kein JRPG war. Und also das läuft ja noch, ich habe es aber schon durch. Und das habe ich ja nicht also gut befunden. Ich habe ja öfters schon mal versucht, westliche RPGs zu Let's Playen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich wirklich viele westliche RPGs so in meinem Leben auch gespielt habe. Ich glaube nicht. Ich habe Skyrim und... Ach scheiße, Pillars of Eternity? Hieß das? Oder wäre das... Wie heißt das andere, das sehr ähnlich ist? Divinity oder Original Sin, ne? Divinity oder so. Eins von beiden war es. Ich weiß nicht mehr welches, aber eins von beiden. Und ich glaube Pillars of Eternity. Und das habe ich echt, also das war so
Das hat sich so gezogen am Anfang, man, also viele RPGs ziehen sich, auch Persona 5 hat sich gezogen am Anfang. Ich weiß, ich erwähne Persona 5, obwohl ich das gar nicht mehr spiele momentan. Ich werde es irgendwann wieder nochmal spielen, aber irgendwie so. So sich so ein Spiel zu widmen, da musst du aber auch schon die Lust drauf haben. Also auch irgendwie darauf vorbereitet sein, mental. Weil das ist ja nicht so nebenbei so gespielt. Du hast schon was? Genug Bomben, okay. Noch mehr Bomben. Wahrscheinlich komme ich hier bei dem Tor aus, ne? Nee, ganz woanders. Okay, das spielen wir immer Bomben eindrehen aus irgendeinem Grund. Also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, irgendwie West-RPGs liegen mir nicht so. Mass Effect habe ich, also ich kann es ja mal vorwegnehmen, ich weiß nicht. Ja, soll ich das vorwegnehmen? Soweit bin ich, also ist gar nicht hochgeladen. Ich weiß nicht, ob man das auch raushören, also mitbekommen kann. Weil so negativ rede ich zu diesem Zeitpunkt, wo ich das hochgeladen, also was gerade hochgeladen ist und so. Zu diesem Zeitpunkt, was momentan hochgeladen ist, da rede ich nicht so viel Negatives über das Spiel. Aber das ändert sich. Ich kann schon mal von wegnehmen. Das ändert sich. Aber man merkt, glaube ich, auch, wie ich das Spiel spiele. Ich rede sehr wenig mit Leuten und auch nur mit Leuten dann, wo ich denke, das ist wichtig. Zum Beispiel, ja ne, ich versuche nicht so aufs Spiel einzugehen. Auf jeden Fall, ich nutze das Spiel nicht richtig aus. Ich mache nicht so viel Nebensachen und so, sondern ich, macht hauptsächlich die Hauptquest und hier und da noch irgendwie nebenbei irgendwie was, aber auch wirklich nur so ganz oberflächlich. Also da da hätte ich mich auch ein bisschen mehr reinhängen können, um ehrlich zu sein. Um ganz ehrlich zu sein. Aber ich will nicht sagen, dass ich Mass Effect nicht mag. Aber so toll habe ich es auch nicht irgendwie. Ich will nicht so viel vorwegnehmen. Es gibt Sachen, die ich an dem Spiel mag und ein paar Sachen nicht. Was mir aber total auf den Sack ging, ist, dass ich Mass Effect aufgenommen habe und dann kurz Zeit später diese wie heißen sie auf Deutsch? Rumors. Also Gerüchte. Diese Gerüchte aufkamen. Von wegen, dass es eine Mass Effect Remaster Trilogy oder Remake Trilogy oder was weiß ich was geben soll. Und war das gestern oder heute? Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da gab es einen Reveal-Trailer. Da wurde diese Trilogy, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, auf jeden Fall, die wurde da vorgestellt. Töte das Vieh mal kurz, danke. Ja, das ist jetzt irgendwie dann nicht so toll, dass ich das angefangen habe und dann kurzerhand passiert eben sowas. Hat mir nicht gefallen, um ehrlich zu sein. Das ist immer schade, wenn du ein Spiel anfängst und dann ist dann ein Remake oder eine Trilogy, sag ich schon, ein Remaster oder was auch immer gibt, auf jeden Fall eine bessere Version und du denkst, oh Mann, ey. Bei Remakes finde ich das gar nicht mal so schlimm, weil Remakes in den meisten Fällen sehr, halt die Klappe, Handy, sehr anders sind. Also
Also jetzt sind nicht alle sind mega anders, aber ich muss mal kurz aufs Handy gucken. Okay, ich guck nur, dass man das Handy nicht sieht, also was. Vielleicht muss ich auch mal kurz pausieren, je nachdem, was da jetzt kommt. Ich hasse das, in der Aufnahme mit dem Handy rumzufummeln. Okay, ich muss nach dem Kampf hier mal kurz die Aufnahme kurz pausieren. Weil das ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger gerade. Und ich möchte auch nicht während der Aufnahme irgendwie so halbgar hier, während ich hier, also hier halbgar spielen, während ich da irgendwas machen soll. Dann beende ich mal kurz, also pausiere ich mal kurz die Aufnahme. So. Ich hoffe, das so wurde jetzt nicht abgeschnitten. Ja. Da bin ich wieder. Ich habe gespeichert und bin dann hier ins Menü gegangen. Nur damit ihr euch nicht wundert, weil ich muss ja noch den Rubens heilen. Und am besten. Ich mache da lieber einen Krafttrank drauf. Weil so viele Magietränke habe ich auch nicht, aber ich muss irgendwann früher oder später mal einen Magietrank reinwerfen, weil mir gehen die göttlichen, nicht die göttlichen, die Kraftzauber aus. Hab das gerade geklärt, was da so war am Handy. War jetzt nicht das Wichtigste von der Welt, aber so wichtig, dass ich mal kurz die Aufnahme pausierte. Weil das ist ja kein Ding, also kurz die Aufnahme pausieren und das macht mir auch nichts mehr aus, seitdem OBS diese Funktion hat, wo man die Aufnahme einfach pausieren kann, wo du auf Knopf, also auf eine Schaltfläche da drückst oder wenn du dir angelegt hast, ein Hotkey und dann wird die Aufnahme einfach stoppt. Aber sobald du wieder auf Aufnahme klickst, läuft die Aufnahme wieder, natürlich. Und Kacke, Rubens Band. Er wird direkt wieder an die restliche Aufnahme dran getackert quasi. Also, dass du nicht zwei Videodateien hast, sondern halt nur eine. Supi, ne? Ich finde das mega gut, dass dieses Feature. Und weil früher habe ich, wenn ich Aufnahmen pausierte, muss ich Aufnahme beenden und dann, nachdem die Aufnahme beendet war, dann das machen, was ich wollte und dann wieder auf Aufnahme, also eine neue Aufnahme starten und dann hast du zwei Videodateien und die musstest du dann zusammenschneiden und das war immer so ein Hackmack, den ich nicht so geil fand.